Hallo und willkommen zurück bei XCOM. Mal sehen, wo der Das ist Scharfschützen. Also mal nach vorne laufen. Die andere Scharfschützin schicke ich dahin, damit wir wissen, wo ungefähr die Absturzstelle liegt. Hier sehe ich nichts. Hier sehe ich eine Krähe, aber sonst nichts. Okay, dann würde ich sagen, hier rüber. Ich glaube, eher in dieser Richtung hier, aber das werden wir gleich irgendwann mal erfahren. Aber aus Gründen gehen wir auch noch hier rüber. Man weiß ja nie, obwohl, nee, nach da sieht nichts aus. Gut, sie kann sich. Hierhin. Oder doch hier irgendwo? Dass man immer noch nichts sehen kann. Das ist seltsam, aber gut, dann gehen wir hier hin. Immer noch nicht? Okay, seltsam, aber okay. Wo zum Geier? Ah, also doch da. Hey, habt ihr was gehört? Gut, wir gehen hier rauf. Mit ihr gehen wir dahin. So sind wir ein bisschen erhöht und können weit genug sehen. Das sind wir auch schon. Murray, 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 komm hier rüber. Wir gehen dahin. Okay. So, da ist das Schiff. Feind im Licht. Ah, und da sind auch noch welche. Gut, gut, gut. Schiffschütze, aha, okay. So viel dazu. So, ah, verdammt, sie kann leider niemand sehen. Dann halt Feldposten. Sorry, 90%, gut. X-Ray neutralisiert. Gut. Der Junge kann hierher kommen. Ich meine sie. Junge. 65%.
besser als nichts. Daneben geschossen. So, sie kann hier rüber gehen. Sie verlieren am Boden. Also bis jetzt läuft es gut. Sie hauen einfach nur ab. Sie haben mich festgenagelt. Okay, das ist ein Niederhalt. Und wo geht der hin? Die Aliens kriechen über meine Flanke. Gut, 45. 65%. Okay. Ah, gut. Perfekt getroffen. Hier. Sie sieht ihn immer noch nicht. Okay, mal sehen. Feldposten. Weiter, weiter, weiter. Zu ihr. Wir gehen genau hier hin. Und dann heißt es Ciao, Ciao. Feind erledigt. Das war der Plan und jetzt gehen wir hier rüber. Denn irgendwo ist der Typ hingegangen. Feldposten. Da ist der Schwebe. Gut, auf den gehen wir dahin. Und weiter geht's. Okay, verdammt. Zwar nur 2 Schaden, aber besser als nichts. Und ciao. Hab ihn weggefegt. Perfekt. Okay. Sie kann hier rüber gehen. Gut, er geht hier an den in Deckung. Ja, nachladen. Sonst könnte es passieren, dass wir in Gefahr geraten. Okay, von hier sollte nichts mehr kommen. Also gehen wir dahin. Sie hat also noch nicht geschossen. Sie kommt hier hin. Gut, mit ihr können wir so nach wie möglich rangehen und dann sehen wir weiter. Mit ihr ist es das Gleiche, nur gehen wir hier hin. So. Waffen. Was erwartet uns da drin? Ich sehe nichts, aber trotzdem Feldposten beziehen. Hier rüber. Gut, Feldposten, los. Bringt sie zur Strecke. So, ich würde sagen, hier rüber gehen.
Perfekt. Da öffnen wir es. Hier drin ist nichts. Dann muss es hier irgendwo sein. Und machen Feldposten. Um ganz sicher zu gehen. Okay, es könnte auch hier irgendwo hinten sein. Also gehen wir mit ihr so nah wie möglich ran. Okay, diese Scharfschützin kann hier hinkommen. Gut, alles erkundet. Das ist seltsam. Wo könnte sich noch jemand aufhalten? Sehr, sehr seltsam. Still! Habt ihr was gehört? Ja, habe ich. So. Schnell darüber. So, hier rüber. Er geht hier rüber. Mit Getöse. Aha. Es ist also so einer. Gut, in dem Falle. Ich glaube, das sollte der letzte sein. Ciao, ciao. Ernsthaft? 94%. Schatz hat nicht gesessen. Schuss hat nicht gesessen. Verdammt kritisch. Aber sie hat es überlebt. So. Commander, die Operation war ein Erfolg. Ja, finde ich auch. Nur, verdammt nochmal. 94% und wir treffen nicht einmal. Okay, okay, mal schauen, was wir machen können. Okay, sie kann befördert werden. Da, ah, das ist die Scharfschützin. Ach, deshalb Truppensicht. Sie beherrscht das ja noch gar nicht. Sie. Moment, Niederkugelhall oder HoloLens. HoloZiel meine ich. Mhm. Und hier. Blitzschnelle Reflexe. Die erste gegnerische Reflexschuss jeder Runde verfehlt. Oder Namen persönlich. Die Chance auf kritische Treffer verbessern sich mit gegen benachbarte Ziele. Der Bonus verringert sich mit zunehmender Entfernung zum Ziel.
Nee, nehmen wir das, damit sie auf der sicheren Seite ist. Und sie wird nicht befördert. Okay, weiter. Beschädigt, beschädigt, sonst der Rest ist gut. Das bedeutet, wir können auf dem Schwarzmarkt ein paar Kleinigkeiten verkaufen. Abschließen. Kaserne, oder? Die Grundlage, das muss unbedingt her. Einrichtungen bauen. Satelliten-Nexus. Geld, Energie, okay. Gut, die Forschungen laufen gut, also können wir uns in Ruhe der Aktivitätenscanner durch. Ausbauarbeiten, neues Forschungsprojekt. Wir können jetzt nicht nur unsere eigene leichten Plasmagewehre bauen, sondern auch jedes anpassen, das unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld erbeuten. Verfügbar, gut. Diese leichte Gewehr funktionierte nach dem gleichen Prinzip wie unsere anderen Plasmawaffen. Ein Strahl aus ionisiertem Gas schießt durch ein fokussierter Magnetfeld. Die leichte Bauweise verbessert auch die genauere Treffsicherheit der Waffe. Schwere Laserskelettanzug, Plasma. Plasmakanone. Das ist der Abfangjäger. Plasmakanone. Plasmapistole oder Plasmagewehr? Was ist schneller? Ich glaube, ja, Abfangjäger, Lenkraketen. Gut, dann machen wir die Autopsie von dem hier. Dies ist das körperlich aggressivste Exemplar, das wir bisher entdeckt haben. Die Truppen nennen es liebevoll Muton. Ich kann nur vermuten, es gibt eine interessante Geschichte zu diesem Namen. Okay, gut. Forschung ist gut, Einsatzleitung. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Okay. Port Harcourt. Verdammt. Ja, Rekrut, Unterstützung, Captain. Geld können wir immer gebrauchen, also greifen wir da ein. Wir müssen technische Abteilung Gegenstände bauen und zwar eine. Okay, und jetzt hier rüber. Okay, wo war's? Ja, Fukuoka. Gut, das nehmen wir in Angriff. Wir arbeiten. Bewaffnung. So eine. Okay, gut. Was haben wir hier? Bearbeitung, Bewaffnung. Lasergewehr oder leichte Plasma. Okay, was steht da? 5, 7, 15. Hatte auf Zielsicherheit. Okay. Eine Variante, die weniger Schaden verursacht. 5, 7, 10. 5, 7 und 10. Aber dafür ist Treffsicherheit ein bisschen erhöht. Gut, hier haben wir sonst nichts. Gut. In Ordnung, Medikit, Scope, Nanoreste. Bearbeiten, Bewaffnung. Okay. Und sie ist zufrieden mit der Waffe, also mal überlegen.
Für ihn haben wir nichts Neues. Infusion. Der hat den Pulsbogen. Scope, wir könnten hier. Haben wir nicht auch noch eine Bewaffnung? Ein zweiten Scope wäre auch noch gut. Haben wir Busbogen, Medizinbogen. Ah, Scope hier. Ja, Auftrag erteilen. Lasergewehr, Laserpistole, Streulaser. Schlüssel, Nanofasern. Ich dachte, wir hätten. Ah ja, hier. Leichte Plasma. Oh, der Preis ist ja auch nicht gerade. Okay, gut. Einsatz. Entführung durch Alien. Fukuoka. Und los. Bearbeiten. Bewaffnung. Scope. Gut, Einsatz starten. Wir landen. Gut. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Können Sie wir listen am Einsatzort? Okay, gut. Das ist sehr gut. Keine Zivilisten. Also müssen wir nicht drauf Acht geben. Ich wette, das kommt im späteren Spielverlauf auch noch. Zivilisten retten und Central, also noch zusätzlich. Ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Gut, können wir. Feind in Sicht. Oh, da. Also Laser. 75%. Okay. Sie. Gut. Ein Schuss, ein Treffer. Kill bestätigt. So, hier gehen wir nach vorne. Feldposten. Gut, gehen wir zuerst mal hier hin. Denn es könnte ja gut möglich sein, dass hier irgendwo auch noch der Feind lauert. Gegenstand Feldposten. Okay. Mehr habt ihr nicht drauf. Okay. 74. Okay, 74 ist das Beste. Nein, falsche Waffe. Gut, wir nehmen diese Waffe hier und wir können nicht feuern. Wir können aber noch stärker in Deckung gehen. Nicht bewegen, das wird wieder. Gut, kann die.
Tschüss. Perfekt. Mhm. Okay, der kann hier rüberspurten. Gut, sie kann hier die Tür öffnen. Okay, da drin ist es leer. Spurt und Ansturm, okay. Bring sie zur Strecke. Feinde gesichtet. Gut, Feuer und Ziel erledigt. Verdammt. Nein, verdammt, das hier. Der Waffe. So viel dazu. Mhm. Moment, Moment. Gut, flankiert und weg damit. Ziel erledigt. Okay, irgendwo muss noch jemand sein. Feind in Sicht. Ach die. Super. Okay, wie hoch sind die Chancen? Nicht so gut. So, gehen wir dahin. So, der Kollege hier kann hier rüber gehen. So. Dann sehen wir mal, was passiert. Oh. Okay, Feuer. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Das ist nicht gut. Ja, mit dem Scharfschützengewehr. 33%. Ist das über Präzisionsgewehr? Verdammt. Und Feuer. Getroffen. Gut. Der ist niedergeschlagen. Kann ich hier rüber gehen? Feind in Sicht. Ach, noch mehr von denen. So. Eingeschüchtert, okay. Dann gehen wir hier hin und sagen ciao, ciao. Hab ihn weggefegt. Für die anderen müssen wir irgendwo anders hin. Oh.
Auch wenn es nicht trifft, gibt's doch nicht. Können wir mit dem ein bisschen nach vorne gehen und losfeuern. 75, 64, 75, okay, zuerst den da. Bedrohung ausgeschaltet. Deckung. Daneben, okay, und der nächste. Oh. Oh. Ja, okay, der Schaden ist minimal, wenn man so will. So viel dazu. Gut, sie. Sie kann ihn nicht sehen, also wäre es vielleicht von Vorteil, hier rüber zu gehen. Hm. Was ist, wenn sie hier rüber geht? Und Feuer. Er ist ausgeschaltet. Mission erfüllt. Perfekt, perfekt. Also, ja, wir haben schon gekriegt, aber... Und kontrolliert, Alien lösen eine Massenhysterie aus. Es besteht die Gefahr, dass wir dieses Land als Ratsmitglied verlieren. Und Russland... Die waren doch noch in Ordnung. Zumindest eins der Länder. Okay. So, okay, was haben wir hier? Gesundheit und was ist hier? Opportunist entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschuss und ermöglicht eben kritische Treffer oder bringt 10 Treffersicherheit gegen Ziele mit weniger als 50% Gesundheit. Oh. Opportunist? Oder da... Ja, hier Zielsicherheit. Ich benutze sie meistens als Zielsicherheit. Okay, was ist das? Gefechtsdroge. Rauchgranate enthält jetzt starke Stimulationen, bei denen alle Einheiten in der Wolke den Willen um plus 20 und die Chance auf kritische Treffer um plus 10% oder dichter Rauch. Machen wir das hier. Das ist egal. Und sie... Und Feuerte. Okay. Feuert einen Schuss ab, der Gegner aus ihrer Deckung treibt. Trifft leicht, richtet aber geringen Schaden an. Oder schnell feuert. Zwei Schüsse schnell hintereinander auf das gleiche Ziel, aber mit einem Abzug von auf die. Okay, das. Wenn wir zweimal auf den Gegner treffen können und wir sozusagen bei 100% sind, warum nicht? Schwer verwundet. Okay. Ja, verdammt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, das ist sehr gut. Aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.